3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Call of the Wild, The Angler. Dem Angelspiel von den Machern von The Hunter, was wir lieben. Und statt The Hunter haben sie jetzt The Angler. Leider ist halt unser Hauptangler, Jonathan, aktuell im Urlaub. Aber da das Spiel gerade rausgekommen ist, wollten wir jetzt auch nicht warten. Also das hätte jetzt noch so anderthalb Wochen gedauert. Nicht versuchen, was zu fängen. Also es wird großartig. Wir haben jetzt ungefähr 25 Minuten versucht, zusammen in eine Lobby zu kommen. Es ist völlig unmöglich. Das stimmt. Du kannst es vergessen. Also auch wenn du dich als Freundin zugefügt hast und einen Account hast und aus dem Menü heraus versuchst, den Server zu öffnen. Es geht nicht. Es funktioniert bei der Hunter deutlich besser. Du findest immer andere Leute, aber nicht die, die du cool findest. Dafür bin ich mit 12 anderen Leuten. Zum Beispiel Dr. Whom. Dr. Snuff und Klaus stehen hier. Dr. Snuff und Klaus. Einer hat sich keinen Freund genannt. Ah, nee, der, nee der, das ist der Trümpfer, okay. Der ist kein Freund. Nee, dann heißt der Landkarte. Okay, ja, wir machen heute aber das Ähnliche, auch wenn wir leider nicht auf dem gleichen Server sind, das Ähnliche wie bei The Hunter, nur dass wir währenddessen miteinander reden. Wir haben nämlich eine halbe Stunde Zeit, um die meisten, also um der geilste Angler zu sein. Das vergleichen wir dann nach der halben Stunde. Dann euch mal viel Erfolg. Bis gleich. Bis gleich. Ja, tschüss, selbst. Ja, tschüss. Ja. Ich hab schon keinen Bock auf. Da ist Obelix gekommen, der ist als Kind in den Zaubertrank gefallen. Du hast dich immer verändert, Obelix. Jetzt aber schnell. Du meinst den See? Ich muss telefonieren. Das ist smart. Ja, komm, also hier gibt es so verschiedene Abfahrt. Dörfer oder es gibt so ein Hauptdorf, da gibt es Shops und Shops, Schmutz. Peter erklärt hat bei sich, bei sich in der Sicht gerade. Ja, ja, bei mir in der Sicht seht ihr jetzt auch coole Dinge, die passieren. Ach komm, und hopp. Ich fahr jetzt hier durch die Walachei, Mann. Ja, die Welt ist ganz hübsch. Ist auf jeden Fall besser als wie es ein Ubisoft Game. Watch Dogs. Watch Dogs. Achso, also ja, okay, wahrscheinlich auch besser als Cyberpunk. Okay, ist doch nicht Boot packen. Man kann sich hier auch Boote holen. Oder mit so einem Boot fahren. Scheiße, ich stehe hier schon. Fahren einfach dahin. Ich kann mir gut vorstellen, dass es an anderen Stellen viel geilere Fischanbeißereien gibt. Deswegen aber du brauchst bestimmt noch einen anderen Köder oder so. Ach scheiße, ich habe mich gemutet, natürlich. Also ich will ja mit euch reden, aber also. Sehr gut, Sebastian. Ich habe mit uns geredet. Aber aus irgendeinem Grund war ich gerade gemutet. Keine Ahnung warum. Also ich sag mal, Holzschilder kann man nicht umfahren. Oh. Okay. Das kann nicht so schwer sein, mit dem Boot zu fahren, oder? Es ist nicht schwer, mit dem Boot zu fahren. Ich meine, da gibt es nicht so schwer, dann auf dem See. Auf dem See stehen gerade an einer Stelle mehrere Leute. Die stehen ja nicht umsonst. Ich stehe auch gerade auf dem See. Was ist das denn hier? Was ist das denn gewesen? So. Aber ich sehe keine Fische, weil es voll dunkel. Oh, okay, pass auf. Wenn du auf die Karte guckst, dann sind diese roten, diese dunkelroten Wege, das sind keine Fahrwege, das sind Wanderwege. Ah. Da wäre ich jetzt. Ach, scheiß drauf, weißt du? Das ist ein Geländefahrzeug. Du hast schon 4x4, genau. Ich fahre jetzt damit über die Fußgängerbrücke. Ja, moin! Ich habe gerade Bericht erstattet über eine invasive Pflanze. Also, was ich hier alles kann, habe ich dafür Geld gekriegt? Oh. Ah, ne, ist ja egal, scheiße. Da hinten war ein Fisch. Boah, gut, dass ich ein Geländefahrzeug habe. Ach ja, stimmt, wir müssen ja eigentlich angeln, ne? Ja, ich bin auch noch ein bisschen Bootsfahren, weil ich habe einen Fluss entdeckt und ich will in dem Fluss angeln. Ich stehe am Pier einfach. Ich bleib jetzt hier stehen und fange an zu angeln. Okay, da vorne springen Fische auf jeden Fall aus dem Wasser. Ich fahre nochmal ein bisschen. So geil bestätigen. Sind die schon. Hä? Nimm mich! Hä, was ist das denn jetzt für eine Kacke? Ja. So, ich stelle mich jetzt hier hin. Und. Hopp! Das ist wie in echt. Route raus, auswerfen. Ah, du kannst mit 1 return to seat. Okay, fahr. Ich habe da hinten einen Fisch springen sehen. Komm. Da müssen wir hin. Schade, dass wir nicht nach Geld gegangen sind. Ich verdiene gerade ohne zu angeln Geld. Indem du was machst? Indem ich die Welt erkunde und Sachen berichte. Ach so. Hier, das ist eine Petze. Ich wusste schon immer. Jawohl, Fisch an der Angel. Da, komm, da hinten ist einer gesprungen. Komm her. Hierher, Fischi. Komm. Na komm. Komm schon. Ich möchte so ein Netz, wo ich einfach so 100 Fische auf einmal mitfangen könnte. Ja, weil alle 100 Fische an einer Stelle sind, oder was? Ich find's ja echt abgefahren, dass wenn du halt einmal das Ding ausgeworfen hast und dann die Angel bewegst, dass der Schwimmer sich keinen Millimeter auch nur
Oh. Ich finde das viel geiler, dass du als Fischer dich keinen Millimeter bewegen kannst, wenn du angelst. Also du bist halt echt starr. Strömung gibt's auch nicht. Keine Strömung. Nee. Das stimmt, wenn du mit dem Schiff einfach anhältst, dann bleibst du exakt an der Stelle. Ja, wie, der ja. wie deine Angel. Aber du kannst immerhin aus dem Schiff angeln. Ja, das stimmt. Was ich gerade mache. Alter, kann aber ich aus dem Auto angeln? Das ist die Frage. Da bringst du nichts. Nein, strike too early, deine Mutter. Ja, du musst warten, bis der riesig auf dem Bildschirm steht. Zuschlagen. Weiß. Fuck, wo ist mein Auto? Alter, ich kämpfe mit dem Megafisch der Hölle hier. Wo ist mein Auto? Da! Ich versuche jetzt aus dem Auto rauszuangeln von der Fußgängerbrücke. Das macht dann so Bimmelim und dann drückt man doch direkt. Ey, die Kamera wechseln? Ne. Da, meine Leine ist gerissen. Da! Hm. Yes! Ich hab ihn, ich hab ihn. Komm ran. 12 Meter. Alter, den Fisch habe ich nicht unter Kontrolle gekriegt. Oh. Das war dann ein richtiger Bollermann. Also es geht ja nicht um die Bollermannste, sondern einfach um Menge. Wie viele, ne? Das ist richtig. Bisher hat noch keiner einen, ne? Das ist richtig. So. Yes, ich hab den ersten. Ich hab jetzt das Auto verlassen. Teil! Alter, 0,4 Kilo. Alter, komm nicht auf dein Auto drauf. Wieso willst du auf... Ach, du willst von... Ich will vom Auto aus angeln. Jawohl, da stehen wir doch hier. Für ein Level-Up habe ich hier voll viel Geld gekriegt. Nice. Da, nimm mein Brot. Ich bin durchs Auto gefallen. Da kriegst ja passieren wilde Dinge. Er macht nichts. Ich kann auch von hier angeln, ist kein Problem. Okay, also hier vorne ist das auf jeden Fall kacke gewesen. Die Fische sind zu strong für mein Setup. Echt? Komm schon! Ja. Der Fisch hat einfach sich gedacht, wo ist die Leine? Warum? Wo da, ist sie denn? Geklingelt! Das ist doch beschissen, bei mir weiß gar nichts an. Ja, du musst auch irgendwo hinfahren, wo so Fische springen, Peter. Ne? Ja, die sehe ich auch springen! Ja, also dann sind diese komischen Fische sind so... Kennst du Jesus? Ja, ich kenne Jesus. Wie geht das jetzt weiter? Wurf durch Objekt blockiert. Naja, da hast du halt so der Fischerring und so, ne? Der Fischerring? Fischerring? Ach, du meinst hier das künstliche Zeichen und so. Ja. Du meinst das Fischsymbol auf dem Auto vom Wezer Pastor. Ja. Ja, oder halt der Ring, den halt der Papst trägt. Ist das auch ein Ring der Macht? Das ist ein Ring der Macht, ja. Ich glaube, der gehört der Diebesgilde an und dann ist das Erkennungszeichen. Ja, die nicken dann auch immer so. Stell dir mal vor, die hätten dann wirklich die obere Spinnenkönigin, die könnte 8 Ringe tragen. Voll geil. Na, ey, ich kann auch mehr Ringe an einem Finger, ja? Also. Ja, stimmt, wir haben 10 Finger, scheiße. Aber was machst du, wenn der nicht passt? Doch. Ich hab mich festgefahren. Also. Eigentlich haben wir auch nur 8 Finger und 2 Daumen. Ist der Daumen kein Finger? Ja, weiß ich nicht. Komm. Und. Also Leute, ich kann euch nur raten, der Jeep ist tatsächlich ein Geländefahrzeug. Also 1A. Ja, und ich kann euch nur raten, macht das irgendwas anderes. Ich hab... Weh. Das ist schon anders als was. Der Fisch hoch. Also man muss auch sagen, ökologisch wertvoll, weil es scheint ein E-Auto zu sein. Ich höre nämlich zumindest keine Motorgeräusche. Nein. Nice. Also das Boot ist kein E-Boot. Nee, das glaube ich auch nicht. Boah, jetzt juckel ich hier mit 50 Meilen. Da, slow deine Mutter. Na komm schon. Boah, komm, beiß doch einfach an, du bist neben dem Ding hochgesprungen. Jo, springen ist ein gutes Stichwort. Oh. Jo. Ah, erstmal zurücklehnen. Bin ich auf Grund gelaufen? Hallo? Was ist denn jetzt passiert? Nee. Kann da jetzt was passieren? Also jetzt anbeißt, wir beim macht echten nix. Angeln, ne? Wir wären auch die Vollkatastrophe einfach. Warum? Glaube ich nicht. Wir würden die einfach dadurch, dass wir die ganze Zeit rumlabern, schon die ganzen Fische. Was passiert hier? Da vorne springt ein Fisch. Okay, das ist mir jetzt hier zu doof. Meine Stelle ist scheiße. Okay, wo ist noch gut? Ich mache jetzt mal nicht die Mission, weil in der Mission vielleicht die Fische einfach so easy peasy spawnen, ne? Ja, deswegen mache ich die Mission. Ah, sehr gut. Nein. Komm schon. Das Spiel vermittelt mir immer noch, dass ich das Auto mit W beschleunige, mit A und D lenken kann und mit ja, mir auch, ey. Interesting, beim Boot gibt's diese Hilfe nicht. Doch, bei mir schon, weil ich habe die Bootmission an. Woher weißt du jetzt, wie du das Boot steuerst? Ja, weil. Dafür gibt's ja die Intuition. Bootmission. Es gibt
Er steht hier falsch. Lol, ich sehe einen. Den kann ich mit der Hände rausholen. Hab ich vergessen, irgendwie Köder dran zu machen? Hey, da ist gibt Brot ja dran. Unterschiedliche Köder, ne? Es gibt auch so einen Rufer wie bei The Hunter, dass du hier so blub blub machst oder so. Da kommen die Fische. So blub blub. Alter, dieser Fluss ist voll uneben. Ich mache hier immer einen Abgang mit dem Boot. Der Fluss ist uneben. Ja, da sind immer Steine und so. Strike! Ach so. Alter, nicht direkt mein. Alter, der reißt aber meine Angel mal heavy. Also. Ja, das hatte ich gerade auch. Ich hatte direkt so einen Fisch an der Angel, der ist direkt die Leine gerissen. Das war richtig krass. Ich glaube, das war ein Bollermann. Deswegen sage ich ja, mein Setup war nicht vernünftig dafür. Der ist ja immer weiter weg. Der soll näher kommen, nicht weiter weg. Wie viel weg. Zeit haben wir eigentlich noch? Ich sollte vielleicht mal angeln. Hat irgendjemand die Zeit genommen? Irgendjemand die Zeit? Nö. Ja, die Aufnahme, warte mal. 10 Minuten haben wir schon. Ich lass mal einen Timer laufen, der läuft jetzt noch so 22 Minuten, so, ja? Ich hatte das jetzt so, okay. Ich hatte das jetzt so aufgefasst, als Peter sagte, seid ihr alle ready, dann 3, 2, 1, go. Ja, ich hab dann auch so aufgefasst, dass der dann drauf gedrückt hat. Ja, das ist okay, dann nehmen wir einfach nur. Da ist ein Fisch, komm schon, nimm mein Brot! Ich hab der Brot. Der Fisch ist schon 30 Meter weit weg von meiner Angel. Ja, er nimmt es. Hier ist ein Wasserfall. Ich dachte gerade kurz, ich fahr den Wasserfall okay, hoch, aber hat nicht ganz geklappt. Fahr da nicht runter. Kann ich aussteigen? Ah, Leine geben. Okay, mehr Leine geben. Nein! Hä, hey, der Fisch rennt immer weiter weg! Kann ich in den Wasser reinspringen? Der ist 40 Meter schon weg mit meiner Angel! Der ist halt stark, du musst halt den müde du musst machen. Zwischendurch musst du links mit YX einstellen, wie krass deine Leine ist. Also ich musste das jetzt lowern, weil ansonsten hätte er auch direkt wieder die Leine durchgerissen. Aber meine Reise ist trotzdem. Start. Okay, meine Leine ist kaputt. Alles umsonst! Fuck it! Was war das denn jetzt? Schmutz. Komm schon. Alter, wie kann denn diese Route immer noch 20 Meter weg sein? Komm doch mal näher. Also man ist auch nicht näher gekommen. Das ist total komisch. Okay, mehr Leine geben. Jetzt pullen! Ja, ich hab dich besiegt. Was brauchst du hier? Stahlseil, um so einen Kilo Fisch zu fangen? Oh, nee, mehr Leine. Oh, noch einer. Yes! Also, den haben wir jetzt. Man kann sich im Laufe vom Spiel eine Harpune holen. Das wäre geil. Stimmt. Ich hätte gerne Dynamis. Oh, ich hab den zweiten Fisch. Also allgemeine Waffe wäre cool. Zweiter Fisch! Boom, was ein Teil, 300 Gramm. Da vorne springen noch welche. Alter, ey, mega. Ohne Scheiß, ich hol die Leine schon mit Schiff die ganze Zeit ein. Die kommt nicht näher. Nee, das hatte ich gerade bei dem einen Fisch auch. Dann ist der, glaube ich, wirklich too big. Ja, vielleicht dauert er dann einfach. Gucken wir mal. Der schwimmt jetzt wieder hier engelt man was. Warum kann man eigentlich nur einen Köder dran machen? Warum kann ich nicht Brot, Würm, alles? Ja, so ein ganzes Brötchen einfach. Ja, wirklich so. Wer, je nachdem, wer Bock hat. Kann man einen Obstkorb dran? Ja? Ja, macht das irgendwie einmal Sinn? Alles mit Schaf. Oder ist einfach in der Cholesterinüberschuss. Ja, oder ist da vielleicht einfach in der 6000-jährigen Geschichte vom Angeln noch kein Angler drauf gekommen, einfach nicht für jeden Fisch ein Ding zu nehmen, sondern einfach so eine Mischgewässer zu gehen, alle Köder an den Haken zu machen. Ach und dann du sagen, Scheißvieh, hat der mich schon wieder gebumst. Aber kann ja auch abschrecken wirken. 17 Meter, Leute. 18. Wenn du so ein Fisch bist und du hast jetzt gerade richtig Bock auf Wurm und du siehst da so einen Wurm, aber da hängt auch noch Brot dran und du kommst nicht an den Wurm dran, ohne das Brot mitzuessen, aber du hast gar keinen Bock auf Brot, dann ist doch scheiße. Was sind denn Fische? Sind das alles Esser? Würden die Fische ja, essen, wenn sie Fisch bekommen? Kommt da auch rein. Kriegen die nicht teilweise Fischmehl zum Essen, damit die fett werden? Ja. Geil, keiner mal Listen zu Fischen. Wird nicht irgendwie Lachs mit Fischmehl ja, gefüttert, aber Fische, damit also der ist schön... Ja, wirklich so, im Aquarium musst du ja auch gucken, wenn du einen Fisch hast und du kaufst so einen mini kleinen Fisch, dann kann passieren, dass der große Fisch irgendwann mal sagt, boah, guck mal, passt der rein, hup. Ja, stimmt. Okay. Als Barbaren. Passt der rein, hup. Ja. Alles wird in die Luke passt. So, ich habe jetzt meine Spannung mal ein bisschen krasser gemacht und jetzt kommt der auch mal ran. Ja, bei mir leider nicht. Ich erwarte nicht. Gleich 20 Meter langen Fisch, Leute. Also bei mir hat der sofort die Leine gerissen. Ja, aber ich bin am Spielen mit dem. Ich bin immer noch am Kämpfen, Junge. Also Moby Dick war nichts dagegen. Ja, Fitz, was ist das für ein Ich hab Fisch keine Ahnung. Da kommt gleich so ein 10 cm Ding. Hat mich den ganzen Tag beschäftigt. That's what she said. Hör mal, da wäre ich zufrieden. Zu langsam geworfen. Gibt es also auch.
Ja, wirklich, Bram. Gefangen, findet die mal. Tiefe raus des Spiels. Die eigenen Schuhe fangen zählt nicht, Bram. Immer, da habe ich ungefähr gemacht. Ihr war halt direkt vor mir so ein Fisch am Steg. Ja, mega. Könnt ihr den ja, aber der dachte sich, nö, ja, scheiß auf die Angel. Das war kein Schild. Achso, okay. So, 9 Meter noch. Wir haben. Ich wollte gerade sagen, hast du eigentlich gefangen? 8 Meter. Alter. 7. 8. Scheiße, 9. Der ist winzig. 8, 7. Da hinten ist einer gesprungen. Jawohl, jetzt. Hier war doch jetzt einer. Aber da, ich sehe dich. Fisch. 6. Oh, 5. Ab wann holt er den ein? Weiß ich nicht. Jetzt! Boah, 80 Gramm! Was? 80 Gramm? 29 Zentimeter. Was? Nee, 290 Zentimeter. Entschuldigung. Also über 2 Meter ist der lang. Nein, 0,29 Meter. 290 und 80 Zentimeter. Gramm? Ja, 0,8 Kilo. Jetzt sind 800. Ach, 800 Gramm, Mann, Alter, Junge. Das ist schon dicker. Ja, das ist ein dicker Fisch, Alter. Boah, ich dachte gerade 80 Gramm. Ich dachte, was ist denn das für eine Kaulquappe? Eine Kaulquappe. Ah, da ist ein Fisch. Sieht aber auch krass brav. So. Boah, 20 Credits habe ich dafür bekommen. Das ist dein erster Fisch, oder? Das ist richtig. Ich bin mit 2 Fischen in Führung. Ja, aber mit Abstand. Ich habe noch 0. Alter. Mit Abstand? Komm, gönn mir noch einen Fisch, ey. Komm, da vorne waren doch welche. Warum will denn keiner diesen Fickhaken? Ja, was ist das Problem? So. Wie kann ich die Lösung jetzt hier analytisch angehen? Die Tiefe vielleicht von deiner Schnur. Vielleicht bist du an der Stelle, wo es echt tief ist. Und dann können wir dann ist echt tief. Nicht anbeißen, weil du halt an der Oberfläche nur... Was kann ich jetzt hier tun? Bekomm Tipps, deine Mutter. Da, angebissen! Komm! Komm, der Nächste! Aber ein amerikanischer Flussbarsch! Wow. Aber nicht Barsch zum Mund, Peter, das ist verboten. Komm, ich krieg dich, du! Schmutzding! 5 Meter! Yes! Nummer 3. Alter, ich habe mindestens. Ich könnte eigentlich hier viel eher eine Schmetterlingsfarm aufmachen. Weil alleine gerade jetzt sehe ich 7. Sind die weißen 7 kleinen Pünktchen Schmetterlinge? Nein, die flattern vor mir rum. Als ob. Habe ich jetzt eigentlich eine bessere Angel? Kann ich die leveln? Nee. Mastery 100% also, habe ich. Ich muss eine kaufen. Was heißt Mastery 100%? Krieg ich jetzt irgendwas Cooles? Das ist jetzt ein Maß. Ah. Muss man jedes Mal, wenn man einen Fisch gefangen hat, einen neuen Köder drauf machen? Nee, das macht er automatisch. Okay, gut. Also hoffe ich. Frage beantworte ich dir, sobald ich mal einen Fisch gefangen habe. Nee, ich habe jetzt den dritten Fisch gefangen, ich habe das noch nicht geändert, Peter. Rot ist noch bei 3%. Zu langsam geworfen. Ich fühle da Hass im Bramstück. Aber ich habe jetzt den Fisch hier rausgeholt, ich setze mich jetzt wieder ins Auto und dann fahre ich einfach weiter. Wieso sollte ich eigentlich ein Auto kaufen, wenn ich umsonst dafür hier rumeiern kann? Ja, verstehe ich auch nicht. Für Skins. Ja, vielleicht kannst du dir das dann überall rufen. Was ist das, der Handbuch? Dann kann ich hupen, oder? Bevorzugter Köder. Köder. Egel. Wow, jetzt habe ich wieder ein Motorgeräusch. Alter! Ist der einer gesprungen? Ist so. Okay, ist. Geländefahrzeug. Okay, der Forellenbarsch. Der steht am meisten auf Wurm. Auf Wurm? Alter. Was macht jetzt wirklich die Analytik hier? Also zack, machen wir raus. Ah, ich habe auch tatsächlich auf Wurm gewechselt. Wuten. Nein, ist er gesprungen. Okay, ich muss die Seite wechseln. Ich weiß gar nicht, wo steht denn das, wenn du die Angel draußen hast? Das steht da nicht, ne? Okay, ich hatte scheinbar einen Soundbug, deswegen habe ich kein Motorgeräusch gehabt. Und wenn er dann reinkickt, oh ist das richtig laut. Ich bin vom Steg gefallen, da bin ich von der Schau. Mal, hier vorne ist direkt einer. Peter ist gestorben. Peter ist vom Steg gefallen. Ich finde das aber auch gut, dass man immer, wenn man das Wasser berührt, quasi stirbt. Nicht direkt. Nein, nicht direkt. Also, so Füße rein ist okay. Ja, genau, aber also mehr als Füße rein ist schon. Gut, wir haben mal nie schwimmen gelernt, Junge. Wasser ist gefährlich. Direkt hier vorne schwimmt doch einer. Nimm ihn doch einfach mit deinen Händen auf, du Wichser. Hat man nicht so einen Kescher? Das hatte man doch auch in so einem Spiel, oder? Wäre auch sinnvoll eigentlich. Weißt du noch, in dem einen Game, wo du 3 Angeln gleichzeitig auslegen konntest? Jetzt fahr doch nicht mit dem Boot hier rum, du Pisser!
Da wahrscheinlich ja. Jemand Brams Fische. Anschlag! Komm ran. Oh. Wir müssen denn weg. Oh, das ist wieder ein krasser Leute. Er hat den ganzen Angelspot kaputt gemacht dauern. Mit seinem Boot. Meinst du? Ja. Mein Fischsinn sagt mir das. Ach du Scheiße, der ist ja noch kranker. Alter, meine Leine ist nicht mehr so lang. Hier aus der 30 Ringe, Meter, oder? Was soll das? Und du springst genau auf meinem Köder rum. 1:1 neben meinem Köder springst du. Frisst 32 rum. Meter. 35 Meter. Fährt der weg bei dir? Nimmt er dich mit? 36 Meter. Ich habe keine Ahnung, was soll denn das? Komm mal ran hier. 38. Ja, ich sag mal, also wenn der zu stark ist, dann haut er einfach ab mit deiner Leine. Ja, am Arsch, ich mach die Leine. Da machst du halt auch nichts dran. Oh, rot! Leine! Wenn da so viele Insekten irgendwo schweben, dann stinkt das da, wa? Ja. Dann sind da richtig viele. Sind die um dich rum gerade? Nee. Hättest du gern gehabt, Peter, ne? Aber ist nicht so. Oh, da kommt ein Fisch. Jetzt auch bei 30 Meter, du bist doch belastet. Ich bin bei 53 Meter, Peter. 54. Was? 55. Ah, direkt wieder ein Fisch gegönnt. Oh, das ist aber ein richtig großer. Da war einer. Alter, das ist ein richtig großer. Aua, aua, aua. Den krieg ich ja nie einge... Oh, mehr Leine. Der hat ja richtig Bock. Nein, als ob der meine Leine abgerissen hat. Scheiß wie, komm ab dahin. Wie lang ist denn so eine Leine? 300 Meter, oder? Stimmt. Also ich hatte vorhin 40 Meter, Christian. Keine Ahnung, aber ich bin jetzt bei 70 Metern. Oh, 70, Alter. Nein, da drunter stehen doch noch ganz viele andere Meter-Anzeigen. Deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt. Ja, Tiefe gibt's auch noch. Okay, das muss ein Bug sein. Also ich habe immer schön hier 25-20% und so eingestellt und plötzlich ist das Leinending auf 100 gegangen. Frech. Komisch. Ich habe das Gefühl, hier wo ich bin, da sind die großen Pötte. Ich brauche einfach mehr Geduld. Gut. Ich werfe einfach nicht so weit, das ist einfach Trick 17. Das sind auch niemals 15 Meter bis da vorne. Alter, dieser Fisch, der ist ja unmöglich. Das gleiche wie Christian jetzt. Ich drehe auch vor allen Dingen die ganze Zeit und trotzdem wird die Angel mehr. Du musst ja die Bremse höher machen. Ja genau, du musst die Bremse höher machen. Wenn du die eine Stufe höher machst, bist du direkt im dunkelroten Bereich und musst direkt wieder runter. Da ist ein Mini-Fischi. Ja, komm her. Mega, ich nehme auch einen Mini-Fischi. Ja, Mini-Fischi ist viel besser. Den kannst du einfach einfangen und verliest die Kiste. Komm her. Ja. Und du siehst den Köder. Ist der eine Kackfisch hier weg, der war? Ja, du siehst den Köder! Schon. Alter, jetzt schwimmt da nicht dran vorbei, du Pisser. Jawohl. Egal, ich hab Geduld. Sehr gut, weiter mit dir. Weiter mit dir. Und du schwimmst jetzt genau durch den Köder durch. Ah. Werden die nicht irgendwann müde, die Fische? Ich werd ja schon müde. Nee, werden die nicht, Peter. Die haben unendlich Ausdauer. Ja! Bram hat Fisch gefangen. Also bei 76 Meter hat er irgendwann die Leine durchgerissen. Das ist aber schlecht jetzt. Verstehe ich gar nicht. Aber wie gesagt, die Bremse ist einfach auf 100% gesprungen. Ach, Schmutz. Wo ist denn mein Schwimmer? Wo? Was ist denn? Alter. Da ist er! Geil. Er hat gefängt, mein Freund. So, machen wir jetzt nochmal. Wir beobachten The Water. Ich werde sehen, schmeiß da mein Ding hin. Das hat funktioniert. Ah, ist einer. Direkt vor mir schwimmt ein Fisch. Der ist sogar gar nicht so klein. Da, noch einer! Ja! Yes. Komm hier, die ganzen Schmetterlinge. Ich hab die Leine gerissen. Stark. Als ob der schon wieder abhaut mit dem Scheißding. Das war jetzt Zeitverschwendung. Komm schon. Alter, 20 Meter, was falsch mit dir? Ja, klar, ist gerissen. Ja, was denn? Das muss doch mal gesagt werden hier. Aber auch so geflüstert, voller Hass. Was sind denn das für Fische? Entweder Easy Snack oder, Alter, das ist Moby Dick.
Ist so. Komm schon. Du schwimmst doch da links. Was? Okay, das war nix. Okay, da kütt auch keiner. Da unter mir ist ein Fisch. Da? Schnapp ihn dir, Bram. Durch, ich arbeite dran. Folge ihm mit meinem Köder. Da soll ich mal den Köder wechseln. Da, da ist einer gesprungen. Oh, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin. Da, da hinten ist er gesprungen. Komm her. Das wäre nix. So, jetzt habe ich das Ding auf den Fisch draufgeschmissen. Nimm das Brot. Das Fischi. Alter! Na komm. Komm schon. Muss aber ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt die Spiele kombinieren würde, fände ich es ganz schön lustig, wenn man jetzt auf der anderen Seite des Flusses, wo ich gerade angel, sieht, wie so ein Jäger einfach 5 Rehe erschießt. Oder so. Das wäre witzig. Ich hab wirklich den kleinsten Fisch gefangen in Bergfelchen, 0,09 Meter. Oh. Was? Das ist ja witzig. Das ist ja kleiner als dein blöder Wurm. So würde ich den jetzt nicht bezeichnen, aber. Das ist schon ganz schön hart jetzt, wenn du das so sagst. Ich steige jetzt auch mal auf Würmer um. Komm rüber. Ja, jetzt zwei Fische. Wo stehe ich damit so aktuell? Viel wie ich hast du. Okay. Du bist gerade Zweiter, Peter. Zweiter Peter, Junge. Ich weiß gar nicht, habe ich 3? Ich finde, das Spiel verarscht dann aber auch so ein bisschen, ne? Also du siehst überall Fische rumspringen, aber das geht nichts. Bram, wie viel Zeit haben wir denn noch, um Fische zu fangen? 5 Minuten 45. Ja, okay, achso. Da kann noch einer drin sein. Oh, wenn da nicht 8-mal Moby Dick schon angebissen hätte. Ich glaube, die so richtig hochspringen aus dem Wasser raus, sind doch die krassen. Ja, ja. Ich glaube, die will ich gar nicht. Scheinbar hat sich der Leinenhersteller gedacht, nee, lass die mal nicht so heftig machen. Lass die mal leicht reißen, aus irgendwelchen Gründen. Ja, die sind halt günstiger wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ne? Was ist denn das hier für ein Amateurverein? Deine Mutter. Ich glaube, wenn du halt so einen fetten Thunfisch oder so angeln würdest, mit der Leine, Digga, ich springe gleich in den See. Jetzt beiß da an, du Hurenkind. Aber dafür kriegst du halt, glaube ich, für so einen blauen Thunfisch kriegst du 1000 Euro oder so. So, ich gehe jetzt woanders hin, das ist mir alles viel zu doof. Ich fast travel jetzt hier mal. Aber das sind doch Fische. Was ist mein Fehler? Sag's mir, Spiel. Jetzt gehen wir einfach hier hin und hier sind bestimmt ganz tolle Kackfische. Bisschen seicht. 20 cm, let's go. Also, in manchen Animationen siehst du ja auch die Fische dann im Wasser, aber irgendwie, also super selten, oder? Ich gucke halt immer nur auf dieses Brechen der Wasseroberfläche, was echt ein bisschen strange ist, weil halt das Wasser halt auch so blurry ist. Da hinten sind welche, ja. Ich soll mal die Tiefenunschärfe auf Max stellen, das sieht ja richtig voll beschissen aus. Voll draufgebollert! Und daneben springt der Fisch um. In dem Fall sehe ich jetzt tatsächlich einen Fisch. Ah. Ja! Ja, direkt den Fisch gekriegt. Der Wasseroberfläche. Okay, let's go. Bitte sei nicht Messias. Du bist doch ein Muschifisch, Alter! Ja, das hier klingelt, Freunde. Aber der ist stark, der ist stark. 7, 6, 5, 21. 4, 3. Das ist Nummer 2. 22 Meter. Ach komm, dein. Nummer 2 oder Nummer 3? Nummer 3 bei dir, oder? Ich hab gerade meinen dritten gefangen. Als ob! Okay, also Würmer sind es. Der macht meine Leine kaputt! An der Stelle scheint wohl schwer zu sein. Krass. Ich sehe zwar die Fische im Wasser, aber das scheint kein Äquivalent dafür zu sein, dass man hier wirklich was fängt. Wie das fangen, ja, okay. Ist mir egal. Das gibt es doch nicht. Peter hat auch schon 3. Scheiße.
Ich bin wirklich zu ungeduldig. Vielleicht muss ich einfach mal die Leine reinhalten und dann einfach mal nichts machen. Bin aber auch ungeduldig. Also, keine Ahnung. Ich bin sehr geduldig. Bin sehr ungeduldig, vor allem wenn da immer mal Moby-Dick drauf ist. Jetzt kommt er davon, wenn du auch kein Bier dabei hast. Also das kann doch nicht sein, dann stellst du es auf zu niedrig und dann fliegt dir dein Fisch einfach davon und dann erhöhst du das und dann reißt sofort deinen Liner. Gegen Fischen. Eh verloren. Okay, so und... Jawohl. Ja, mein Fisch gerade gefangen. Meter. Nein, auch Peter, jetzt setzt mich doch nicht hier so unter Druck. Alter, bei Peter geht richtig, ihr habt einfach so ein Moloch gefunden, so eine Laichstätte von Fischen. Oder hast du dir eine bessere Angel geholt? Nee, habe ich natürlich nicht. Ich wusste es. Ich wusste es. Komm ich nicht dran. Also ehrlich, dafür hätte es aber kein eigenes Spiel gebraucht. Das hätte man ohne Probleme in The Hunter implementieren oder können. Oder? Finde ich halt auch. Warum hat man das nicht einfach bei The Hunter reingemacht? Also klar, damit man mehr Kohle macht, aber trotzdem. Ja, man hätte das ja als DLC verkaufen können. Ja. Für denselben Preis. Das wäre sogar cooler gewesen als das hier, finde ich. Ja. Weil dann hätte der Multiplayer auch einfach funktioniert. Ja, außerdem könntest du dann einfach jetzt mit so einer Pistole den Fisch abknallen. Komm schon, der Fisch hat genau neben meiner Angel geblubbert. Dieses mockende Spiel einfach, ne? Die Blubberei, die Springerei, aber... Da ist noch einer geblubbert. Ah, okay. Stammig. Also wir haben noch 1 Minute 20. Okay, Köder wechseln. Du hast aber einen Fisch gefangen, oder? Ja. Okay. Also zwei in der Leine insgesamt. Einmal Moby Dick. Dann habe ich die Position gewechselt und seitdem schmeiße ich meine Angel... Habe ich die ganze Zeit eingeschmissen, wo Fische waren, das hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich einfach mal so einen leeren See geschmissen. Ah ja. Aber das funktioniert auch nicht. Also die Erkenntnis von dem Spiel ist, Fischen ist nicht drin. Also landschaftlich ist das schon schön, aber das war auch schon so beim Spiel. Boah, ich glaube, das spiele ich in 20 Stunden Stream einfach. Das finde ich okay. Das kannst du dich gut mit dem Chat unterhalten, auf jeden Fall. Hast du gefängt, mein Freund? Hey, hallo, du musst doch gucken, ob da was dabei ist, Peter. Darfst du nicht abgelenkt sein. Ja, mach doch Geräusche, mach doch bling bling vorher und dann das so. Kannst du ja mal dann kurz hingucken. Der macht dieselben Geräusche wie bei so einer Slot-Machine. Katsching, einfach. Ja, ja, natürlich springt da gleiche. Vorne ein fetter Fisch rum. Komm, geh zu meinem Köder. Ich meine, im Endeffekt, weißt du, du wirfst ja hier auch Geld ins Wasser, um dann eventuell einen Fisch zu kriegen. Quasi. Die Zeit ist abgelaufen. Ah, okay. Mann. Das ist schade. Ja, Glückwunsch, Peter, du warst einfach der bessere Angler. In the Statistics rein. Also, bei mir steht... Moment, boah, ich weiß gar nicht, wie viel ich gefangen habe. Ja, ja, und ich guck auch noch mal an die Statistik, Moment. Wie viel hatten wir vorher? 4, ne? Krass, das heißt, ich habe wirklich 2 gefangen. Oh, fuck. Also, ich gehe mal mit einem ins Rennen. Moment, wo wartet das doch mal? Unter ja, wenn Angeln. Du nicht findest, Alter, Peter. Wenn du nicht findest, dann hast du 0, ne? Profil ja. Angeln. Bin ich auch der Meinung. Moment, achso, Moment. Zweite. Profil, ich war die ganze Zeit in den Einstellungen. Okay, ja, ja doch, ich habe es nur noch mal sicherheitshalber bestellt. Ich habe 4 geangelt insgesamt. Krass. Ja, dann bin ich raus, ne? Damit ist Peter heute The Angler. Boah. The Angler! Alter. Ich habe aber auch versucht, was zu fangen. Ja, also, unsere Begeisterung diesem Spiel gegenüber ist leider nicht so hoch, wie wir vorher dachten. Du kannst halt mehr Quatsch machen als in anderen Spielen, aber dieses Rumfahren mit dem Boot und Rumfahren mit dem Auto und so, das wäre halt schöner, wenn das Angeln besser wäre. So, dann kannst du über Boot und Auto fahren dir Gedanken machen. Wo hätte ich denn hinfahren sollen, damit ich hier gut Angel gegeben hätte? Ja, eben. Bin zum Tutorialsee gefahren irgendwann. Gute Frage. Aber, ja, also ein bisschen schade. Also hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können. Ja, vor allen Dingen, da halt The Hunter schon gut ist, das verstehe ich einfach nicht. Ja. Also ich finde Ultimate Fishing besser als Angler-Simulation. Aber ja, 3000, weiß ich noch nicht, ey. Das Video kommt ja erst noch raus. Guck mal, der Fisch, der ist jetzt an meiner... Spoiler, stimmt. Das, wie Ultimate Fishing kommt später. Ja, hey, du bist jetzt Bescheid. Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin, tschüss. Greif doch mal dran.